Ja, hallo und willkommen zurück in der fabelhaften Welt von Mass Effect. Ja, wir befinden uns immer noch in der. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. da wo die ganzen Botschafter immer rumtanzen. Kerlo-Kiste. Boah, sag doch mal. In der Botschaft, genau, in den Botschaftssektoren der Citadel Station. Und hier haben wir ein kleines Streitgespräch von diesen Herren hier mitgekriegt und diesen Din Korlak und diesen beiden Herrschaften, dessen Namen ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht aussprechen möchte. Es ist sehr friedlich hier. Ja, es ist sehr friedlich hier. Gut, noch sind sie sich alle nicht an die Köpfe gegangen. Aha, der Erdenclan-Mensch. Ja, da haben wir letztes schon mal mit denen so ein bisschen gesprochen. Glaube ich. Also es ist jetzt leider schon ein bisschen was her und ich habe wieder mal wieder nicht die Muße gehabt, vorher in die alte Aufnahme reinzugucken. Aber ich finde, es macht auch gar nichts. Ja, reden wir mal über, ob er schlecht gelaunt ist, weil er ja doch ziemlich ein bisschen Sie rumstänkert. wirken immer so schlecht gelaunt und angespannt, Dean. Die Menschen sind Neuankömmlinge auf der Zitadelle. Und dennoch scheint der Rat sie zu bevorzugen. Tadelnd zurechtweisend. Ihrer Spezies wurden viele Zugeständnisse gemacht. Das Volus-Territorium hat sich verzehnfacht, seitdem sie auf Zitadelle sind. Na und? Nebensächliche Details. Wir haben immer noch keine Mitsprache bei Entscheidungen im Zitadellraum. Ja gut, er ist Auf halt ein Wiedersehen, bisschen Botschafter. angesickt, dass Auf er halt Wiedersehen, das Gefühl hat, dass Erdling. er so ein bisschen gegenüber zum Beispiel der Menschen ein bisschen vernachlässigt wird, beziehungsweise dass sein Volk halt nicht die Anerkennung bekommt, die er halt verdient. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Ja. Wer ist diese Asari-Konsortin? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht? Sie müssen neu auf Citadel sein. Alle hier kennen Shaira, die Konsortin, betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Aha. Viel Glück mit Ihrem Problem. Dankend Wie ist jetzt schon zu Ende? verabschiedend. Ich danke Ihnen, Menschen-Commander. Auf Wiedersehen. Das habe ich jetzt leider auch nicht Seien Sie vorausgesehen. gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Sie scheinen sehr bedrückt zu Das sein. hatten wir Kann man schon. Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Schalt Sie mal haben durch. das Was ist denn gehört, nicht geschehen? wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld Was daran hat die ist. Asari getan, dass sie so aufgebracht sind? Betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert. Und wo finde ich sie? Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Okay, es scheint Shepards Aufmerksamkeit geweckt zu haben, was die gute Azari Shaira, was ein sehr schöner Name ist, wie ich finde, mit diesem armen Herrn gemacht hat. Also der ist ja wohl richtig verzweifelt. Aber reden wir mal mit den anderen. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einen Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Die sprechen komisch, ne? Finde ich auch. Die betonen immer ihre Gefühlslage. Aber warum ist das so? Warum leiten Sie immer ein, was Sie sagen werden? Mein Volk pflegt sich weniger durch Worte, als vielmehr durch Geruchssinn und leichte Bewegungen zu verständigen. Offen sprechend. Wir stellen fest, dass gesprochene Sprache allein nicht ausreicht, unsere Gefühle im Rahmen von Konversationen mit anderen Völkern zum Ausdruck zu bringen. Wozu diese Mühe, Kalen?
Den Leuten vom Erdenclan ist die Lebensweise anderer Völker doch vollkommen egal. Bedauernd. Dies kann nicht Ihre aufrichtige Meinung sein, Din. Sollte ich mich täuschen, empfinde ich tiefes Mitleid mit Ihnen. Erfahren wir mal was über die Erzählen Kultur. Sie mir von Ihrem Volk. Echter Enthusiasmus. Ich erzähle gern die Geschichte meines Volkes. Ich teile unsere Kultur nur zu gern mit anderen. Ja, dann erzähl doch mal. Erzählen Sie mir mehr von der Geschichte und Herkunft der Elkor. Die Elkor hatten soeben damit begonnen, die Galaxie im Bereich des Zitadellsektors zu entdecken, als wir auf Asari trafen. Mit ihrer Hilfe fanden wir das unserem System nächstgelegene Relais und somit die Zitadelle. Stolz gesprochen. Innerhalb nur einer Generation vermochten wir, eine reguläre Route zur Zitadelle zu etablieren und eines der umtriebigsten Völker auf dieser wundervollen Station zu werden. Und die Kultur? Ich möchte gerne etwas mehr über die Elkor-Kultur erfahren. Ehrlich gesprochen. Wir Elkor bevorzugen die Sicherheit und Geborgenheit unserer Kolonien vor den Unwägbarkeiten des Alls. Unsere Gesellschaft besteht aus kleinen, eng verbandelten Gruppen, wobei wir Gäste immer gern willkommen heißen. Unsere Regierung beweist hohe Kontinuität. Unser Volk schätzt keine plötzlichen Veränderungen. Ist interessant. Sprachgewohnheiten hatten wir schon, Elkor. Wir reden mal über den Botschafter. Was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? In Bescheidenheit. Ich trage die Probleme und Wünsche der Elkor-Bevölkerung dem Rate vor. Ach was. Sie geben uns nur diese Positionen, damit wir stillhalten. Dem Rat sind unsere Völker doch ganz egal. Tadelnder Widerspruch. Ihr Tonfall ist unentschuldbar, Din. Diesen Menschen trifft keine Schuld für ihren Unmut oder ihre haltlosen, hysterischen Verdächtigungen. Okay, das reicht. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Ja. Alles Gute, Menschen-Commander. Ihnen eine gelungene Zeit auf der Zitadelle. Ja, Ihnen auch. Ist ja ein nettes Völkchen, im Gegensatz zu diesem komischen Maulwurf, der da vorne rechts links in der Ecke steht. Wir müssen den ja nicht heiraten. So, da haben wir auch schon geguckt. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. So, Tür auf. Da geht's wieder in unsere Botschaft hinein. Haben wir eigentlich noch was mit dem guten Herrn hier? Ach, hier ist der ist gar nicht da. Oh ne, da glaube ich, da bin ich schon gedanklich ein bisschen weiter. Ich habe es ja schon mal irgendwann mal ein bisschen gespielt. Ist aber schon Ewigkeiten her. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine verschlossene Tür. Machen wir mal hier auf. So, und jetzt kommen wir halt in den Empfangsbereich der Citadel. Station, beziehungsweise des, ja, des Präsidiums quasi. Ich rede mal hier mit Guten der Tag, Empfangsdame. Commander. Zum Botschafter der Mephischen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Hatte ich ein paar kleine Frame-Einbrüche? Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja, ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Es ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Saphiria. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. So, haben wir noch was zu sagen? Nö. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ganz gnadenlos. Ich muss jetzt los. Gespräch beendet. Zack, bumm. Also jetzt hatten wir gerade dieses eine Völkchen, das ist sehr behutsam, sehr ruhig. Dann haben wir dieses eine Völkchen, dieser kleine Maulwurf, der, ja, was heißt hitzköpfig, aber doch schon eher hitzköpfig ist. Achtung.
kriege ich denn jetzt die Knarre wieder weggesteckt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie kriege ich denn die Kuh genau? So war das. Okay. dann haben wir noch die kleine, ja, hitzköpfig nicht aufsätzlich. Ja. Ich würde schon sogar fast sagen, neidische Person. Also eine Marasse, die primär eher so den Neid verfallen ist, habe ich so das Gefühl zumindest. So, wo sind wir hier? Mal, da ist noch so ein einer von den genügsamen. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Ich habe einen Codex-Eintrag. Noch ein. Ich weiß noch nicht, ich überlege mir noch, ob die Codex oder ob ich die Codex-Anträge durchlese. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hier habe ich noch einen Elko-Diplomaten. Freundlich begrüßend. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Ja, allein, wenn die was sagen, das dauert schon doppelt so lange. Also ich möchte mal gerne sehen, wie der ein Let's Play aufnimmt. Ja, wir gehen jetzt hier mal lang. Oh, freudig überrascht. Wir haben die Quest gemeistert. Neugierig, nachfragend. Klicke auf Executor Pallin. Mal gucken, was der zu sagen hat. Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Wer sind Sie? Sind wir uns schon begegnet? Nein, aber dennoch kenne ich Sie gut. Ich bin Executor Pallin, der Chef der Zitadell-Sicherheit. Es ist mein Job, zu wissen, wenn jemand wie Sie auf der Zitadell ankommt. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Erzählen Sie mir von der Zitadell-Sicherheit. Die Zitadell-Sicherheit übernimmt alle polizeilichen und sicherheitsrelevanten Aufgaben hier auf der Zitadell. Wir sind eine zivilrechtliche Abteilung der Regierung, aber viele von uns haben eine Militärausbildung absolviert. Natürlich muss ich als Repräsentant der Zitadell-Sicherheit vor allem dem Rat Rede und Antwort stehen. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so. Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf Sie zu verlassen. Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Auch Sie müssen sicher manchmal das Gesetz brechen, um die Leute zu beschützen. Ich arbeite seit 30 Jahren für die Zitadell-Sicherheit und ich musste nie das Gesetz brechen, um meine Arbeit zu erledigen. Nicht ein einziges Mal. Schon klar. Wir sollen wirklich glauben, dass keiner Ihrer Offiziere korrupt ist? Es gibt mehr als 200.000 Zitadell-Sicherheitsagenten. Einige von ihnen wechseln die Seiten. Aber wir nehmen die Korruption nicht willentlich in Kauf. Nicht wie die Spectres. Wir geben unser Bestes, um illegal agierende Offiziere aufzuspüren und zu bestrafen. Aber die Spectres müssen sich mit solchen Dingen ja nicht abgeben. Die Galaxie ist auf Leute angewiesen, die die Drecksarbeit erledigen. Dem stimme ich zu, aber deshalb haben sie keine Sonderbehandlung verdient. Wir müssen uns auf sie verlassen können. Saren ist außer Kontrolle, wir beide wissen das. Aber weil er ein Spectre ist, will der Rat nichts davon wissen. Ist dies die Art, Leute, auf die die Galaxie angewiesen ist? Ja, wir sind mal relativ zielstrebig, weil wir sind ja ein harter Brocken. Also ich meine, das sieht man ja auch sehr gut an unserer Smalltalk-Fähigkeit. Also ich glaube, wenn ich mit einer Frau flirten, oder wenn Shepard mit einer Frau flirten würde, naja, das ist, also die muss entweder sadomasochistisch veranlagt sein. Ich glaube, ich habe das auch noch falsch ausgesprochen. Ne, oder die steht einfach auf Verhöre. Aber das ist schon ziemlich verhörmäßig, was der da so von sich gibt. Ja. Sehr richtig. Es ist allein ausschlaggebend, dass die Aufgabe erledigt wird. Das kann schon sein, aber ich musste mich nie über die Gesetze hinwegsetzen, um einen Job zu erledigen. Niemals. Hatte ich das schon? Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden.
Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war's wohl. Haben wir noch was? Erzählen Sie mir bitte von Ihrer Untersuchung über Saren. Tut mir leid, Commander. Ich kann Ihnen keine Details über eine unserer laufenden Ermittlungen geben. Warum denn nicht? Wie frech. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Okay, eine heiße Diskussion haben wir mal eben hier vom Stapel gerissen. In der Sache, was die Spectres angeht, wo wir jetzt letztendlich ziemlich Partei gegenüber der Spectres übernommen haben. Und ich habe mal hier so ganz nebenbei, wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger des Extranets versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biologischer Gefährte. Mein biotischer Gefährte, du wurdest auserwählt, um die Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen neue Welt erschaffen. Komm, schließ dich uns zum Hawking Edgar Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an diesen Leuten wieder gut machen. Okay, was ist denn da vorgefallen? Ja, das ist ja interessant. Soll ich den guten Herrn da mal drauf ansprechen? Das ist ja schließlich sein Computer, ne? Ja, junger Mann. Shepard, was kann ich für Sie tun? Kann ich ihn gar nicht drauf ansprechen. Schade. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Kommandant. Schade. Aber was hat das zu bedeuten? Hat das überhaupt was zu bedeuten? Ich weiß es nicht. So, hier haben wir noch wieder so eine... Ja, okay, das war ja eher, glaube ich, so ein... Das war so eine Bücherei, wie ein Internetcafé. Und das hier scheint jetzt... Ja, genau, tanz mal auf den Tisch, Kollege. Kaidan, komm da runter. Das hier ist eher so eine Bar. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen... Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Die Konsortin würde niemals Geheimnisse offenbaren. Ach, Fredericks. Nicht, weil dann würde sie aus der nächsten Raumschleuse geworfen werden. Könnte schon sein. Aber eines musst du zugeben, Nick. Die Konsortin ist schon etwas anderes als die Mädchen in den Kolonien. Sie ist... Also sie ist... Ja, ich unterbreche mal hier die Geschichte. Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun... Sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Ja, unser Weg scheint uns jetzt erstmal explizit zur Konsortin zu führen. Nasana, die haben sehr melancholische Namen. Die ich Azari. Habe keine Zeit für einen Schwatz. Ich bin sehr beschäftigt. Oder wie die heißen? Sind das Azari? Ich glaube ja, ne? Aber ich bin schon wieder total verwirrt. Das sind schon wieder so viele Namen, die ich mir merken können muss. Und auch irgendwie, was die Völker angeht. So viel, bla bla bla. Okay. Es ist aber ein Rollenspiel, das gehört dazu und ich will mich jetzt auch mal beschweren. Hallo Commander, was kann ich Ihnen anbieten? Zum Beispiel. Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Ja, hau raus. Was ist denn hier so los? Die Botschaften haben Sie ja schon gesehen. Hier ist nicht besonders viel los. Jenseits der Brücke sind die Bank, das Emporium und Shaira. Wenn Sie sie noch nicht kennen, wird es Zeit. Vorräte bekommen Sie auf den Märkten eine Ebene tiefer. Und Unterhaltung finden Sie im Flux und in Koras Nest. Wer ist Shaira? Die Konsortin. Sie kümmert sich um Kunden, die sich ihre Dienste leisten können. Die meisten Diplomaten und Botschafter waren schon einmal bei ihr. Sie ist eine sehr mächtige und respektierte Frau.
Ja. Erzählen Sie mir vom Flux und von Koras Nest. Also im Flux geht es um Spiele und Tanzen. Jedenfalls ist da mehr los als hier. Koras Nest ist eine andere Geschichte. Dort ist es viel lebendiger und auch tödlicher. Gut. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gut, okay. Also es ist schon wieder Shaira mit ins Gespräch gekommen und wie gesagt, ich glaube, der nächste Weg wird uns letztendlich zu Shaira führen. Ja, das wird jetzt viel rumgequatsche. Es ist halt ein Hardcore-Rollenspiel, wie man es sich einfach vorstellt. Ein gutes, schönes Rollenspiel der alten Schule und dazu gehören auch lange Phasen, die auch einfach mal mit Gerede zu tun haben. Dann werde ich ein bisschen stiller sein und mal das Gesprächszepter einfach ein bisschen mehr an Shepard übergeben. Mir persönlich macht das nichts. Ich freue mich auch aufs nächste Mal und ich hoffe ihr auch. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.